Und einen wunderschönen guten. Ich mache mal hier ein anderes Bild rein. Ganz kurz hier. Das ist doch ein schönes Bild. Das ist doch ein schönes Bild. So, willkommen, herzlich willkommen, kommen wir. Was denke ich? Wie soll ich hier? Du kannst mal bitte weg. Danke. Habe ich hier noch eine ordentliche Zeit auf? Was ist denn los? Das gibt's doch ja nicht. Nein, wir. Och, guck der Streifenhörnchen. Ja, lol. Oh, Kätzchen. Ach, ich habe so viele schöne Bilder. Wieder etwas, worüber sich Sören aufregen kann. Ironie, wieso ändert sich jedes Mal ein Bild? Du Hurensohn. Schon wieder dunkel? Immer noch dunkel? Gott, so creepy. Ist jetzt dunkel oder ist wieder Gewitter? Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen einfach mal ins Bett zu gehen. Irgendwie das klappt oder das klappt nicht. Ja, das war natürlich genau die falsche Seite. Ah, ist dunkel. Okay, sehr geil. Wir schlafen einfach im Regen, also geil oder was? Oh, der Regen ist vorbei. Nicey, dir geht's gut? Okay. So, wir brauchen gleich mal noch eine Axt, weil die Axt wird definitiv nicht halten. Holz ist hier. Wir haben. Warum ist unser Inventar hier so voll geklatscht? Ist ja schlimm. Da musst du jetzt da. Da. Erstmal rein hier. So, beziehungsweise, nee, Holz kommt ja. Haben wir ja jetzt eine extra Kiste für. Zum Glück. Ein bisschen Ordnung hier, ne? Ja, so scheiße viel Holz. Also, Stöcker vor allen Dingen. Du bist falsch. Du kommst da auch mit rein. So. Knochen habe ich hier auch drin. Okay. Gut. Sollte alles sortiert sein. So, was wir brauchen, ist Eisen. Achso, das ist ja halt. Da und da und da. So, was wir brauchen, ist Eisen und Stöcker. So, Stöcker haben wir hier. Und Eisen haben wir da. Ah, vier. Ah, nee. Okay. Ich dachte gerade, wir haben nur noch vier Eisen, aber zum Glück haben wir doch noch ein bisschen mehr. Ein bisschen. Na? So, wunderbar. Gehen wir nach da, gehen wir nach da, gehen wir weg. Könnte auch erstmal hier rein. Bitte, ein bisschen sortierter, bitte. Ist ja Katastrophe hier. So. Die Maus hier, sehr schlimm. Oh, das ist ein Baum auf dem Baum. Her damit. Komm her, komm her, komm her. Egal. Fällt eh gleich runter. Kann man eigentlich dieses Baum, dass die Kamera so runtergeht, deaktivieren? Oh, jetzt habe ich das Abholz deaktiviert. Ups. Also ganz kurz, ich muss ganz kurz gucken hier. Ob man das wollte, weil es geht mir halt ein bisschen auf den Sack, muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Das ist schon ein bisschen eins von den neuen Sachen, die ich nicht appreciate. Boah, so viele Hasen da hinten. Mindestens drei Stück habe ich gerade gesehen. Also zwei Stück mindestens. Ah, doch, sind doch bloß zwei. Ah, gut. Mal gucken hier. Einstellungen. Einstellungen. Spiele. Mein Clone. Warum habe ich jetzt zweimal meinen Klon? Ja, keine Ahnung. So, Mobs. Ah, Quatsch, nee, Player. Bed Spawning Night, Keep Inventory Soul, Craft Guide, nein. Grafik. Fire 3D. Transnational. Sieht nicht gut aus. Und hier? Player. Enable, nein, das gleiche. Audio. Tja, kann man, wie es aussieht, nicht deaktivieren. Warum nicht? Ich will aber. Alles wirklich kann man hier einstellen, aber sowas nicht. Ist doch scheiße. World? Achso, ja. Oh, hier ist ja auch alles aktiviert. Oder?
Das ist natürlich nicht der Server, ne? Ganz klar. Das ist ja jetzt hier meine private auf meiner Workstation. Der Server hat seine eigene Config. Aber schön zu wissen, dass hier, wenn ich hier lokal spiele, auch alles aktiviert ist. Macht einfach mehr Sinn. Ist auch schön an sich, wenn halt alles aktiviert ist, ne? Nur halt auf Servern macht es halt ein wenig Sinn oder macht halt nur Probleme, wenn dann einfach mal der gesamte Server abfackelt. Gerade wenn da irgendwelche Spieler drauf sind, weil dann sind ja die Blöcke als aktiv geladen, heißt also, es passiert was, und wenn dann kein Admin da ist, sondern nur die Spieler und dann was abbrennt, dann können die dagegen nichts machen und der Admin ist nicht da, das heißt, das Volk kann sich ungehindert ausbreiten und dann brennt der ganze Server. Hatte ich auch schon mal gehabt auf meinem Mindclone-Server, dass da bestimmte Stellen komplett abgebrannt sind. Weswegen JJK1 und ich uns dann dazu entschieden haben, das komplett auf allen Servern zu deaktivieren. Also vor allen Dingen auf dem Mindclone-Server. Und ich habe es dann gleich auf allen Servern deaktiviert. Aber dadurch, dass das da hier ein Singleplayer-Server ist, also Singleplayer-Server, klar, Let's Play-Server, wo der nur exklusiv für mich gedacht ist, primär, deswegen ist hier natürlich alles aktiviert. Ne? Erstens erhöht das die Let's Play-Atmosphäre. Und zweitens bin ich sowieso hier alleine drauf. Außerdem kann uns vorher eh nichts anhaben, weil wir haben unsere magische Präsenz. Sobald wir in die Nähe von Feuer gehen, geht das Feuer weg. Ah. Wir sind quasi eine Naturgewalt. Feuer macht nicht Gaga. So. Haben wir hier schön viel Platz für unseren Stall. Naja, Stall kann man sich wirklich nennen, für unser Gehege, für unser was auch immer. Ich weiß nur nicht, ob wir es direkt hier hinklatschen sollen. Das kommt mir irgendwie so ein bisschen fehl am Platz vor. Ich würde es vielleicht hier hinten hinstellen oder eigentlich ein bisschen weiter abseits. Wäre es schön. Ich würde es aber auch nicht zu sehr abseits machen. Ich glaube, wir machen den Stall erstmal da hinten hin. Da geht er wahrscheinlich erstmal am wenigsten auf den Sack. Ist aber auch nicht zu weit weg. Ich meine, mit dem Pferd anfangen können wir erstmal so eh nichts, weil wir haben keinen Sattel. Das heißt, drauf reiten können wir eh nicht, aber gut, dann machen wir mal ganz viele Zäune. Aha. Ich mache jetzt mal bloß ein kleines Gehege, ne? Das heißt, wir brauchen, was machen wir? Mache ich 3x3. Dann bräuchte ich 16 Zäune. Ja, plus ein Gatter natürlich, ne? Ja, sollte reichen. Haben wir 3 Zäune? Nee, ne? Nee, Zäune haben wir noch keine. Okay. Oh, mit der Lautstärke gehen. Holz. So. Brauchen wir das und das. Machen wir gleich so und so. Und so und so. Garantiert viel zu viel, aber egal. Ja, ist. Nee, ist nicht viel zu viel. Holy moly, kriegt man wenig Holz. Da brauchen wir noch mehr. Ich meine, kriegt man wenig Zäune draus. Brauchen wir noch ein bisschen was? Nee, ist immer noch zu wenig. Ach, würde doch reichen. Alles gut. So. Ach so, siehst du, ich brauche noch ein Gatter. Ach, scheiße. Scheiße. So. Dankeschön. Okay. Wir bauen einen Gatter. Ein Gatter bauen wir. Dann bauen wir einen Gatter. Und dann haben wir ganz schön viel. Was? So, mal hier so. Ich mach mal hier so.
Eingang mache ich mal hier so in die Mitte. Danke. So. Ich hoffe, das Pferd passt da durch von der Größe her. Nicht, dass ein Pferd zwei Dinger braucht. Werden wir gleich sehen. So. Kommst du durch? Es kommt nicht durch. Ah, Scheiße. Kommst du? Kommst du? Jetzt zeigt mir nicht, dass du nicht runtergehst. Ah, doch, okay. Es wird natürlich auch direkt Schaden hier. Ist mal was. So, kommt jetzt hier durch oder brauche ich hier echt zwei Gitter? Das wäre richtig dämlich. Ich brauche echt zwei Gitter für. Okay, dann wird es erstmal nur so eingesperrt. Bleib hier. Komm her. Dankeschön. So. Da bleibst du jetzt. Ja. So, also können wir da oben diese Schande wieder abbauen. Erstmal holzen wir noch ein bisschen Holz ab. Und dann können wir mal anfangen, die zweite Etage dazu bauen. Ein braunes Schaf. Schon das Schaf. Was war das? Keine Ahnung. So, wir können denn hier, weil die Frage ist, ich würde halt gerne noch ein zweites, richtiges, größeres Gebäude bauen, was nicht so direkt am Strand ist und gläsernd ist, sondern was so ein bisschen mehr so in auf dem Land ist und halt wie so ein klassisches Haus, also richtig solide Wände, ne? So ein bisschen, dass das quasi bloß unsere Strandresidenz wirkt und wir dann quasi noch ein Haus zum richtig Wohnen drin haben, wo halt nicht die ganze Zeit die Sonne reinscheint und alles und überhaupt. Und dann können wir ja quasi die beiden Gebäude gleich miteinander verbinden, irgendwie mit so einem Weg. Und in dem Zuge können wir dann auch einen richtig schönen großen Stall bauen für unser Pferd. Aber da können wir durchaus noch ein bisschen was machen. Das heißt, ich mache hier erstmal die Fläche komplett frei von Bäumen. Jetzt habe ich gerade schon wieder das Abbauen abgebrochen. Ach, Ronny. Sieht ja aus wie auf dem Jahrmarkt. So viele Häschen. Danke, freut mir aber. Tja, alt wie ein Baum möchte ich nicht werden, weil die leben hier relativ kurz, wie es aussieht. So, jetzt hier nochmal. Sehr geil. So, da ist die Fläche wieder frei. Die beiden Bäume, da lasse ich mal. Dann haben wir hier so schön. Wir können euch hier auch wieder ein richtiges Lager bauen, ne? So. Wie bei unserer alten Singleplayer-Welt. Da hatten wir so ein Lager. Mal schauen. So. Erstmal bauen wir das Haus hier. Weitestgehend zu Ende. So.
Jürgen, dann geht jetzt das eigentlich Eingemachte. Und zwar brauchen wir Holz und das Glas habe ich wieder nach unten gepackt. Ich räume mal ganz kurz mein Inventar auf. Wir brauchen Holz und Glas und alles andere kann raus. Ich packe jetzt mal alles raus. Also Holz haben wir jetzt mittlerweile echt viel. Haben wir gut was abgeholzt hier. So, Werkzeuge schmeiße ich auch erstmal hier rein. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Das ist ja hier Katastrophe. So. Musst du da rein? Werkzeuge kommen da rein. Wobei die Axt brauchen wir wahrscheinlich. Und dann brauchen wir Glas. Und Holz. Perfekt. Und damit sind wir erstmal glücklich. So, mal schauen. 1, 2, 3, 4. Oh, ist da ein Loch? Hä? Vor allem so off. So komplett nicht mehr in der Mitte. Ach, ist hier. Hat sie gebrannt? Ist die Mütze eingeschlagen? Upsi. Lassen wir erstmal. Hab grad kein Holz dabei. Um jetzt extra 4 Blöcke machen, habe ich jetzt auch keinen Bock. Naja, unser Holzhaus hier ist irgendwie nicht ganz so geil, wenn es hier auch Gewitter gibt und Feuer aktiviert ist. Das kann vielleicht doch ganz schön in die Hose gehen. Ich weiß nicht. Leider kann man ja auch Feuer nicht, Holz nicht feuerfest machen. Also ist ja, wenn man Holz jetzt irgendwie, weiß nicht, es gibt ja bestimmte Verfahren, womit man Holz viel weniger entflammbar macht, sage ich jetzt mal. Aber sowas gibt es doch hier in meinem Klo nicht. Es wird schon wieder dunkel. So, jetzt müssen wir nur noch 240 Gläser aufstellen und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Das wird ein Spaß hier, ey. Holy moly. So, 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 so. Vor allem müssen wir gucken, warum wir Monster auf dem Dach spawnen konnten. Weil eigentlich soll ja hier im Haus keine Monster spawnen. Das wäre ganz annehmlich. Und ich dachte auch, auf Holz spawnen keine Monster. Also, why did they spawn there? Das ist unfair. Och Mann. Och Mann. Och Mann. Ach, das ist ja schwer, als ich mir vorgestellt habe. Hier ist ja mit dem Glas, mit dem komischen Kollisionsbox. Vielleicht sollte ich mir mal das Noclip-Brecht geben. Das war genau das, wovon ich letztens gesprochen hatte. Wir werden eine Menge Glas verschwenden. Wobei, komm, wir haben zwei Seitenteile gemacht und gerade mal ein Glas verschwendet. Das geht eigentlich. So, ich mach mir jetzt mal kurz hier Grand Noclip. Was? Ich gerade. Ach, ja. Ich schon wieder. Das war's. Was? Bin ich hier nicht der Admin? Ich dachte. Das ist ja Bullshit. Weather Manager oder sowas? Weather Manager. Ja. Und dann
Noclip. So, dann haben wir Interact, also die Standardsachen plus Noclip und Weather Manager. Das ist doch sehr schön. Und vielleicht noch Set Time. Sollte fürs Let's Play reichen. Mehr brauchen wir da nicht. Exit. Meine Exit-Strategie. So. Was war das gerade für eine Kamerafahrt hier? Ist ja hier. War ich gerade auf Drogen? So, so ist es. Mal. Ich kann immer noch nicht in mir bauen. Trotz Noclip kann ich nicht in mir bauen? Was ist denn das für Müll? Mal kurz, muss ich erstmal aktivieren. Ah, okay. Jetzt geht's. Okay. Weil so macht das halt viel mehr Sinn. Weil mit Noclip alleine kann man halt nichts machen, weil ich kann halt nicht irgendwo durchlaufen, nur weil ich Noclip aktiviert habe. Sondern durchlaufen kann man nur, wenn man Noclip und Fly hat. Habe ich ja nicht, ne? Also Fly habe ich ja nicht. Das heißt, mir bringt. Ach du Scheiße. Noclip erstmal nicht allzu viel. Hä? Okay, also Mob Griefing ist deaktiviert auf dem Server. Das ist ja interessant. Stimmt, ja doch, hatte ich deaktiviert wegen den Endermen dann, weil die hier die ganzen Blöcke durcheinander würfeln. Und das dann aussieht wie eine Mondlandschaft und so. So, was wollte ich sagen? Genau. Was wollte ich sagen? Wait a second. Genau. Man kann ja, also wie gesagt, durch Sachen nur dann durchlaufen, wenn man auch Fly hat und man quasi wie so ein Geist durchschweben kann. Das heißt, Noclip alleine bringt einem im Spiel erstmal keine unfairen Vorteile. Das einzige Vorteil, den man dadurch hat, ist, dass man halt in sich bauen kann. Ne, das, wenn ich jetzt hier zum Beispiel für die Wissenschaft so mache, ne, das geht halt. Und ich kriege jetzt auch keinen Schaden mehr. Wenn ich jetzt keinen Noclip hätte, so, müsste ich mir jetzt Recht nehmen. Scheiße, kriege ich aber nicht wieder. Wenn ich jetzt kein Noclip-Recht hätte, dann würde ich jetzt von meinem Clone Schaden bekommen. Weil ich quasi in der Wand drin stecke, obwohl ich das nicht darf. Das sind halt die einzigen Vorteile, die du halt mit Noclip hast. Du kannst halt in dir bauen, was halt gerade hier bei den Glasscheiben halt geil ist, wie es scheint. Weil die doch ein bisschen blöd sind. Und ja, du kriegst keinen Schaden, wenn du drin steckst. That was she said. So. So viel Glas, oh mein Gott. Ah, schön vorsichtig sein, damit wir hier möglichst wenig Glas verschwenden. Ich meine, irgendwo bin ich so einer, der sagt, ich bin mit beidem zufrieden. Also, ne, sowohl die Art, die mein Test geht, dass man sagt, okay, Glas kann man abbauen. Finde ich halt schön, ne? Weil ich meine, es ist halt ein Spiel, wo es darum geht, Sachen zu bauen. Ne? Und es ist halt immer so, dass man eigentlich so Work in Progress oder halt, ne, ist, ja, wie sagt man denn? Man ist halt nicht irgendwann einfach fertig, sondern man kann halt Sachen immer wieder überarbeiten und verbessern. Und dementsprechend auch mal wieder eine Fensterscheibe irgendwo abbauen wollen. Und das geht dann halt in meinen Test, weil man Glas halt abbauen kann, ohne dass dann alles vielleicht verloren geht. Ne, von daher gehe ich mit der Art, die mein Test geht, vollkommen d'accord, dass man sagt, okay, man kann Glas halt abbauen. Andererseits finde ich aber auch das von Minecraft schön, also Minecraft. Dass man sagt, nein, man kann Glas nicht abbauen, weil es splittert halt und wenn man jetzt irgendwo so Holzlatten hat, dann kann man die halt abziehen. Bei Glas ist halt schwierig, wobei das eigentlich auch aus zweierlei Gründen Schwachsinn ist, weil erstens, wenn du irgendwo eine Glasscheibe hast im Fenster, ja, dann musst du ja nicht einfach mit einem Stein gegenschmeißen, um das Ding abzubauen, sondern du kannst ja auch die Fensterscheibe an sich ausbauen, den Rahmen abbauen und dann hast du eine Fensterscheibe, ohne dass sie dabei kaputt gegangen ist. Also zum einen aus der Sicht und zum anderen, selbst wenn sie kaputt geht,
hast du ja immerhin die Glasscherben, mit denen du, also die du dann einschmelzen kannst und ein neues Glas bekommen kannst. Das wäre jetzt dumm. Und ja, dementsprechend bin ich zwar jetzt auch nicht einer, der sagt, mein Klon ist scheiße, man kann ein Glas nicht abbauen. Aber ich kann, ich bin halt mit beidem zufrieden. Also, wenn mein Test sagt, man kann Glas abbauen, schön. Und wenn mein Klon sagt, nee, man kann Glas nicht abbauen, ja, meinetwegen, ist halt so. Fange ich also keinen Weltkrieg wegen an. Es wäre halt nur schön, und es gibt ja glaube ich auch eine Mod für meinen Klon, dass man dann halt Glasscherben zurückbekommt. Und das ist dann vielleicht eine Sache, die könnte ich tatsächlich mal gucken, ob es diese Mod wirklich gibt. Oder ob es das nur eine Mod war, die es für Minecraft gibt und nicht für meinen Klon. Und wenn ja, kann ich mal gucken, ob ich die bei meinen Servern hier mit drauf klatsche. Weil die Idee finde ich halt schon nicht schlecht, ne? Dass man sagt, okay, man geht halt den Weg, dass wenn man Scheiben abbaut, man wie generell damit abbaut, dass man Stein durchwirft. Ich meine, macht man ja im echten Leben auch immer so. Ja? Jeder Handwerker, der irgendeine Wand einreißt, macht das generell mit einem Schraubenschlüssel. Oder mit einem Abrissbirne. Ja. Von daher. Aber dann hat man wenigstens die Glasscheiben, die man dann wieder einschmelzen kann. So, und das letzte Einhorn. Was? Die letzte Glasscheibe hier. Holy moly, da haben wir es geschafft. Krass, korrekt. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Und wir haben gerade mal drei. Ja, doch, drei Glasscheiben, glaube ich, verschwendet. Wir haben noch acht über. Holy moly. Das ist ja korrekt. So, jetzt brauchen wir bloß noch ein schönes Dach. Das heißt, wir brauchen Holz. Nee. Das ist Schwachsinn. Wir nehmen mal dich und 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 alles. Was bei so auch Schwachsinn ist. Das kommt nach da. Okay. Achso doch, Holzbretter haben wir. Genau. Hatten wir nicht eine ungerade Zahl an Holzbrettern? Wieso? Na gut. So, das heißt, wir können jetzt hier mal das Loch stopfen. Bam. Und dann gucken wir mal wegen dem Dach selbst. Und da würde ich sagen, wir machen erstmal die Holzumrandung hin. Müssen wir uns mal wieder intelligent hochbaggern. Mit ein bisschen Dirt. Warte mal ganz kurz. Ich würde gerne hier sowieso eine Leiter anbringen. Weil ich würde mal sagen, wir bauen uns zwar kein so spitzes Dach, was so richtig 45, doch 45 Grad Winkel hat. Aber wir machen zumindest so ein Flachdach, also so 22,5 Grad Dach. Ne? Und damit haben wir dann quasi auch eine kleine Lücke. Und in der können wir dann vielleicht doch so einen ganz kleinen Dachboden machen, wo wir so, weiß nicht, so ein paar Schatztruhen aufstellen oder so. Und dann muss man natürlich auch raufkommen. Da wäre das hier halt gar nicht mal so übel. Das wäre eigentlich voll geil. Dann machen wir das auch mal. Das heißt, wir brauchen erstmal ganz viele Slabs für das Einhängedach. Und dann brauchen wir Leitern. Das ist eine Kuh. Dumme Kuh. Ja, das war ja Katastrophe. So. Stöcker. Wir haben so viele Stöcker, Alter. Holy moly. Holy guacamole. Was jetzt? Leitern, genau, Leitern. Da brauchen wir nur Stöcker. So, 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 so. So, so. Da, wir machen mal so. Sechs. Reichen sechs? Wir machen, weil wir müssen vier hoch und dann kommt ja noch. Doch, sechs müssten reichen. Okay, doch, sechs reicht.
Okay. Weil wir müssen hier 4 hoch. Dann kommt die eigentliche Decke halt. Also nicht die abgehängte, also die runtergehängte, sondern die eigentliche Hauptträgerdecke, also das, was man hier jetzt sieht. Und dann kommt ja da drüber, hat man ja quasi noch einmal, dass man auch ordentlich rausklettern kann und man nicht quasi, wenn man runterklettert, erstmal nach unten greifen muss, um an die Leiter zu kommen. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. So, sieht doch schön aus. Und dann brauchen wir jetzt ganz viele Slabs. Und ja, ich bringe die Kuh gleich um. So, wie viel brauchen wir überhaupt? Wir haben. Oh, wieder Rechenzeit. Wir haben 6 mal 6 Felder. Ja. Davon haben wir 6 Stück. Aha. So, und das haben wir dann plus die Zwischendinger. Und das sind, ja, weil wir haben ja jeweils so 6 Sechserreihen. Und ne, davon haben wir jetzt, es geht das Ding weg, hier eine, und da eine, und dann haben wir da eine, da eine, da eine und da eine. Ah, das heißt, wir haben unsere 6 mal 6 mal 6 plus, was, genau, 7 mal 6. Und dann haben wir an den Stellen, wo diese Streben aufeinander kommen, haben wir auch nochmal 2 Pupse. Das heißt, brauchen wir auch nochmal 2. Plus 2. Das heißt, wir brauchen genau 260 Holz. Slabs. Slabs. 260 Holzslabs. Das ist doch eine faire Anzahl. Sollte reichen. Ja, das war ja intelligent. So, 60, 120, 180, 240. Ah, 260 geht natürlich nicht. Wir noch Holzslabs? Wir brauchen halt noch 2 Stück, ne? Ne, wir haben keine Slabs mehr. Scheiße. Ah ja, was soll's. Haben wir halt viel zu viel. Also, wir haben nicht viel zu viel, sondern viel zu viel. Was mache ich hier gerade? Da hier. Danke. So. Achso, das sollten wir auch gleich mitnehmen. Können wir gleich das richtige Dach machen. Macht vielleicht ein bisschen Sinn. Brauchen wir ganz viel Holz. Da brauchen wir dann logischerweise auch 260, ne? Also. So. 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 So, dann brauchen wir. So, haben wir 240 und dann haben wir 260. Achso, wir hatten hier noch. Egal. Holz können wir eh immer gebrauchen, von daher ist das völlig egal. Achso, wir hätten überall noch eins abziehen müssen, wie eine Leiter hier. Die hier am Weg ist. Egal. So, okay. Dann machen wir jetzt mal Vollpause und dann ziehen wir in der nächsten Folge das Dach rein. Also, die Unterseite des Dachs. Okay, bis dann.